Grüß euch miteinander! Da sind wir wieder beim nächsten Video vom Fußballmanager 23. Wir haben jetzt das Mitarbeitergespräch und danach, glaube ich, das nächste Testspiel gegen ein Rumänenteam. Da sehen wir noch nichts. So, dann gehen wir zur Besprechung. Der ist langsam. Ja gut, geht so, hä? Sicher nicht der schnellste. Jojo. Unser Freistar Sütze sollte der sein. Das schauen wir später an. Oder nehmen wir es einfach mal an. Das lassen wir sein. Das kann er machen. Jawohl. Ja, genau, die Profiverträge für die Jugend. Weiter. Das können wir machen, der hat ja sowieso Zeit. Da brauchen wir, glaube ich, nichts. Da auch nicht. Das können wir akzeptieren. So. Freischussschützen, aber das habe ich doch jetzt schon mehrmals gemacht. Warum? Das ist ja. Und vor allem ist er sicher nicht der Beste. Mit 11. Profivertrag. Ja, da werde ich mich noch drum kümmern müssen. Aber das hat noch Zeit, würde ich sagen. Okay. Till Mühlenthaler ist okay. Hediger, neuen Vertrag unterzeichnet. Zaric, der ist leider zu teuer. Talabidi ist gewechselt. Und Gantaluppi hat auch einen neuen Vertrag unterzeichnet. Sehr gut.
Janik Brugger. Janik Brugger kommt. Janik Brugger. Also der muss weg. Habe ich jetzt zu viele? Ja, jetzt habe ich wohl zu viele. Aber ich finde den gut. Der ist doch gut. Oder? Was sagt ihr? Ja, ich muss den annehmen. So, wir haben einen neuen Spieler, Janik Brugger. Dann gehen da noch zwei auf den Lehrgang. Kaderregistrierung. Wo ist denn der Brugger? Ist der wieder? Den haben sie wieder in ein anderes Team gesetzt. Die U21 wahrscheinlich, ja. So, noch ein Scouting, der wäre wohl für nichts. Okay. Danny Rose. Ja, ist eigentlich zu alt. So. Amir Saipi, ja, der wäre gut, aber wir haben ja schon einen guten jungen Torwart. Sicher aus die Auswahlliste und zur Kenntnis nehmen. Scouting Fokus. Leon Reichardt. Okay. Ja. Gehen wir weiter. So, gut, die haben noch nicht angefangen. Steli hat abgelehnt. Und wir haben unseren Brahima. Tipptopp, das freut mich jetzt wirklich. Und dann haben wir noch ein paar Mitarbeiter mit neuen Verträgen. Kevin Ramseyer auch noch. Sehr gut. So, den haben sie wahrscheinlich auch wieder nach unten getan. Null. Der ist wo? Der wird registriert. Oh.
das noch bestätigen müssen. Die Rückennummer. Was geben wir ihm? Ja, noch nichts Spezielles, würde ich sagen. Einfach das, was frei ist. Dann soll er ihn noch willkommen heißen. Sprache Französisch. Soll Sergio Lopez und Kade immer noch nicht. Simon Gaye. Ist heute 16 geworden, kann nur einen Profibetrag beim FC Basel erhalten. Enormes Potenzial hat. Und Abel, der wäre ja auch noch. Der wäre eigentlich auch sehr gut. Auf wen warten wir noch? Halilovic. Ja, gut, der kommt nicht mehr. He? Wir sind schon minus 29.000. Wir könnten aber noch diese Klauseln verkaufen. So, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Werden wir einiges wechseln. Issa, Klose. Hugo Vogel im Mittelfeld. Lopez, der ist immer noch verletzt. He? Fünf Tage. Janik. Dann spielt hier Diouf. Xhaka. Outara. Malesch. Der ist auch immer noch nicht ganz fit. Chipperfield, das ist nicht seine Seite. Seine Seite auch nicht. Ja, wir haben.
haben wir dort noch? Einfach nur Liam Miller. Ist bei Zekiri noch alles in Ordnung? Ja. Hugo. Ja, dann könnten wir zwar eigentlich auch mal dort spielen lassen. Und der Diok für Fink. So. Einmal komplett durchgewechselt. So, oder? Beeindruckt mich. Der ist wieder aggressiv. So, let's go. Boah, die stehen ja hinten rein. So, nimm mal den Ball weg. Oh, danke. Langer Ball auf der Diok. Uiuiuiuiui. Eins zu null. Gut geklärt. Wow. Freistoß. Oh. Oh, der war gut gehalten. Ja, das war nix. Oh, schade. Oh, nein. Oh. Weit drüber. Oh, schade. Oh, der Diok.
Geblockt. Schade, also Chancen wären da. Die Chancen wären da. So. Kann der schnell, der kann nicht rechts. Der könnte. Also. Für Vogel. Schakka für Lamm. Für Lang kommt Marchand. Ja, das wäre es dann mal gewesen für den Anfang. Viel zu weit. Schlecht gespielt. Oh, jetzt aber, jawohl. Outara, Rahima, yes. Gut gespielt von Nova. Derdiok, sehr schön weitergeleitet. Jetzt aber. Ah, schade. So, jetzt wechseln wir noch mal ein bisschen durch. Malisch. Die wechseln. Schauen, wie Chipperfield hier spielt. Und hinten würde ich mal Klose auswechseln. Ja. So. Okay. Müller, oh, sehr schön gesehen. Chipperfield, come on. Ah.
Aliafori. Miller kann sich durchsetzen. Oh, schade. Xhaka wieder. Ja, ich muss, glaube ich. Ja, was machen wir jetzt da? Lassen wir Belmach mal da spielen. Dann Chip füllt nach hinten. Für die Uf kommt. Für nein, der war schon. Ah, oh, das ist ja mühsam. Amadouni. Das war's dann bis auf Marega. So. Komm, das 2:1. Ja, Bradley Fink. Sehr schön, 2:1. Weg damit. Oh mein Gott, zwei in der Mitte stehen frei. Miller. Oh. Ja, dann lässt er sich den Ball einfach so wegnehmen. Ah, jetzt kommt er. Schöner Pass. Oh nein, schade. So, gewonnen. Ein schwieriges Spiel gewonnen. Also freut euch. So. So, der nächste. Muss heute zu einem Profi. Warum? Warum auch immer. Beck Ferrati. Den neuen Vertrag unterschrieben. Sieg nach Rückstand, das wäre eigentlich auch sehr gut. Geht nicht. Ja, dann kommt schon bald das nächste, gegen Davan.
Und das hat mich gefreut, dass der gleich getroffen hat für seinem ersten offiziellen Spiel. Brian Ocko, der wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Angelo, auch viel Potenzial. Ja, der ist alt. Kwame, der wäre auch gut. Enzo Rocco. Ja, der ist zu alt. Zu alt. Roma macht Angebot für Fasnacht. Oh la la. Für 10 Millionen. Den haben wir ja schon. Für das U18-Spiel. So, sonst niemand mehr. Ja, Pässe. Einfach am Anfang und dann haben wir es eigentlich im Griff gehabt. He? Würde ich jetzt mal behaupten. Brugger und Autara werden von Ernst vorgestellt. So, jawohl, das machen wir aber im nächsten Mal. Darum sage ich jetzt vielen Dank, wenn ihr dabei wart und dieses Video geschaut habt. Und sage nur bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.